Hatten wir aufgehört. Jo, Mochi, was geht? Ja, heute mal Couchstream alleine erstmal. Keine Ahnung, ob Yuki noch dazu kommt. Und diesmal ja auch über meinen Channel. Hatte nur keine Lust, wieder alles nach oben zu bauen, also dachte ich, ich chill mich hier auf die Couch. Hast das mit dem Mikro? Hab's jetzt so eingestellt, dass der Sound vom Spiel nicht hörbar ist, aber ich sollte hörbar sein. Jo, alles supi. Was treibst du denn Schönes? Nein. Nicht so einfach, wenn die auf so einem Podest stehen. Oh, da muss ich auch noch irgendwie hin. Muss ich denn da rüber? Hier bestimmt nicht. Ach, da die Säulen ist ausgeklappt. Muss den Kobold finden, das ist bestimmt der auf der anderen Seite. Sauer. Hier ist nichts mehr. Wie müssen wir darüber kommen? Nein. Nichts, das Wochenende genießen. Ja, das klingt doch auch gut. Mir auch noch was zu futtern warm gemacht. Wochenende genießen ist doch immer gut. Ich muss gleich noch zum Test. Nein! Wobei Spyro wieder so ein Drei gehabt hat, sich drehen zu müssen. Ist der. Nice. Ja, genau. Schnelltest, weil wir auf den Geburtstag gehen und
Da wurde wegen Angst und bla gefordert, dass wir einen Test machen müssen. Du siehst schon das Ergebnis nachgewiesen, ja genau. Nein. Was, dafür gab es keine Boni? Stöppelt. Nice, Spyro ist tot. Und mein Löffel ist in die Nudeln gefallen. Lucy erstmal in Quarantäne stecken. Gesammelt sind schon weg. Offensichtlich. Egal, ignorieren wir die einfach. GG. Ach Mann, komme ich da nicht rüber?
kürzen. Keine Ahnung, wie man da hinkommen soll. Tag. Was denn? Bedecke und Essen. Ja, voll gut, ne? Es fehlt nur noch was zu trinken. Gibst du nur noch von Jungen, oder? Nee. Aber so ab und zu kann man das mal machen. Ach, ist gemütlicher als oben am PC. Wieso kommt man da nicht rüber? Spyro kommt gar nicht so hoch, um da auf der anderen Seite anzukommen. Habe ich das Gefühl. Ja, volle Kanne. Funktioniert. Moin Zodiac, alles fit bei dir? Gut geschlafen? Du musst zu den Drachen kommen. Also nach Hause. Aua, der hindert. Scheiße. Au. Blöder Oma. Kommst du hier hin? Hä? Zu Angst. Und damit hier chillen. Pizza. Pizza. Was ist denn Pizza? Hä? Achso. Ich weiß nicht, ob die Pizza-Brötchen noch was sind. Weil die waren die ganze Zeit im Kühlschrank. Weil die sind auch noch gut. Kannst du mir Wasser? Ich glaube, im Kühlschrank steht kalt. Drecksteil.
Switch oder so. Du hast halt keine. Nur Bär hat halt eine. Ist das nicht drittes Händchen oder so? Was? Das ist aber jetzt wie so ein Tentakel drin. Tentakel. Du mal wieder deine Gier nach Poké-Dollar befriedigen, jetzt bist du wieder bei 6 Millionen. Das Spiel sammelt nur eine begrenzte Anzahl an Ligakarten. Was? Ohne Witz? Im nächsten würden die Ligakarten von Mochi im Schulein gelöscht. Glaubst du, da löscht lieber vorher mal ein paar von den Ingame-NPCs? Ey, du kannst keine Ligakarten entfernen. Ich hab keine Ahnung, warum man das nicht kann. Von deiner ersten ZNL sind schon gelöscht. Krass. So. Wir müssen noch 20 Kristalle finden. Dann müssten wir die Welt auch auf 100% haben. Obwohl. Ja, doch. Streamst du vom Bett aus? Nee, nee, das ist ein Sofa. Aber ja, so ungefähr. Und Heishika. Was? Hast du vorgeheizt? Dann 8 bis 10, ja. Spiegelt so. Fühlst du trotzdem ja, ne, hier so mit Decke und Futter und Essen, und Essen und Getränke. Einfach so bitchy. So. Yuki. Jetzt ist er weg. Schön gut, dass er mir Wasser gegeben hat, aber das ist nicht gesprudelt. Ist einfach nur aus dem Kühlschrank genommen. Gemeint war, da steht noch Kaltes. Naja. So. Jetzt müssen wir mit der Libelle gucken, wo wir noch Kristalle gefunden haben. Ah. Dann fehlen jetzt noch 10. Nein! Ah, wieso falle ich denn da runter? Ja, voll doof, dass die Ligakarten einfach gelöscht werden und dass sie eine maximale Anzahl haben. Ich meine, die kosten auch keinen Speicher. Source Park, wo willst du? Wo willst du? Ah, hat aber gut versteckt. Ja, dann können wir jetzt wieder zu dem Ballonfahrer. Gucken, wie wir da hinkommen. Aua! Der Handy, warum hau mich da nicht an? Ich will einen Pilz grillen. Der arme Schuh. Das ist deine Schuld. Ja, genau, das ist der Ballonfahrer.
suche mal dieses Nachhause-Portal, aber das gibt's ja gar nicht in der Hauptwelt. Und jetzt kommen wir in die Bosswelt. Ich hoffe, du weißt, was dich noch erwartet. Glaube ich. Dass dies Heimatwelt ist, nicht gerade der freundlichste Ort, den es gibt. Mal ganz kurz gucken. Was hat denn, ey, was? Sperrliste. Stimmt, man kann Leute auf die Sperrliste setzen. Bei mir ist da niemand drin. ZNL war aber echt gut, glaub's, ohne die wärst du und ich nie so wirklich in Kontakt getreten. Ja, stimmt. Dafür war die ZNL auf jeden Fall gut. Spyro the Dragon. Rockflug. Ich werde sicher nur wissen, welche Welten man innerhalb treten muss. Reverse. Bereit zum Abflug? Also wir haben Traumweber, also Dreamweaver Home, haben wir die 300, die zwei Drachen, die drei. Okay. Hallo. Doch auf, immer da wegzugehen. Haben wir die drei Drachen und die 300 Gems, dann die dunkle Labyrinth, 500. 400 im Lofty Castle, Spuktürme Haunted Towers, Jackass haben wir auch besiegt und den Eisflug haben wir auch. Ne? Ja, genau. Ja, dann. Moment. Mal kurz von der ersten Welt anfangen. Partisan gibt es 2, 4, 6. Wir haben 2, 4, 6. Okay, dann haben wir da 100%. Geht doch weg. Peacekeepers. Welt der magischen Künste, also Magic Crafters, sind auch 6, haben wir auch 6, ne? 100% genau. Die Beastmakers sind 2, 4, 6, haben wir auch alle auf 100. Ja. Dann gibt es jetzt nur noch Gnostino. Da gibt es nur 5 Maps. Willst du mit? Da Leute reingesetzt, die mit unnötiger Dynamax in Raids gestort haben. Und zwei random Leute, die nur in Dünerabenteuern einfach nur die letzten Ärsche waren. Oh.
wieder alles vergessen soll. Das Game 2 auch nur unverdient durch Knuddler Mist gewonnen. So krass war das nicht. Kann schon jedes Turniermatch erinnern, wie es sich für einen Ukrainer gehört. Yuki! Geh dir mal fragen, was mit seiner Pizza ist. Moment. Ja, was zu trinken. Was ein Heißort, weißt du, wie selten der ist? Da haben Leute stundenlang für gegrindet und haben keinen bekommen. Die Hauptwelt hat 2 Drachen und 200. Willst du mit? Nein. Ich will nur den Kristall. Ja, Glückwunsch zum Heißort. Hey, hatte ich dich nicht schon befreit? Jetzt bist du in Nastys Heimatwelt, Spyro. Und du musst ihn besiegen. Soll er nur kommen. Ich bin bereit. Erreiche den Ausgang in jedem Land von Nasty und nimm es dann mit dem Nork persönlich auf. So sprechen die denn immer Nasty Nork aus, aber irgendwie steht da Gnor, also Nor. Sie sprechen den Englisch aus, obwohl da der deutsche Name steht. Das ist sehr weird. Das heißt, ob verlost du als Belohnung für die 50 Follower. Oh, cool. Oh nein.
Das war ja gerade mega fail von mir. Sieht aus wie so eine Fabrik, aber auch irgendwie nicht. TNT, sorry. Boah, war wohl heiß. Ach, hier sind Ratten, die ich brutzeln kann. So, runter. Im Spiel muss man ja immer überall gucken. Oh, runter. Oh. Also. Scroll. Weiter so, Spyro. Nasty hat bestimmt schon richtig Bammel. Ich würde vor allem reich freuen. Das ist doch viel geiler als irgendwelche Shiny Serstum. Ah, okay. Super. Weil da müssen wir raus rum. Warum leckt das gerade hier? Thank you.
sah minimal beschädigt aus. Nein. Ah, dass man da ertrinken kann. Steht nicht gesehen. Hier 100. Okay. Das sind noch ein paar. Das Ding geht runter. Das fühlt sich so an. Hä? Wie hat das Ding mich berührt? Hallo? Nein. Och Mann.
ist doch so behindert, wenn man einmal runterfällt in dem Spiel manchmal. Yo, Noah, danke für den Host. Was geht bei dir? Der Thomas ohne Haar. Wow, ich hätte nie gedacht, dass ich mal gerettet werde. Schon gar nicht von so einem kleinen Drachen. Ich habe nie an dir gezweifelt, Spyro. Das will ich hoffen. Ach so, das war ein Raid. Dann nochmal, danke. Ich komme mal einfach nicht so weit mit dem. Besser. Domino Day.
müssen wir noch hier den Pfad haben. So, hier war gar nicht mehr als das. Jo, willkommen zurück. Wie kannst du raiden? /raid Leerzeichen den Namen des Streamers. Anstatt /host machst du dann /raid. Jetzt hast du aber ja gehostet. Kommt ja auch selber raus, außer dass das Raid halt normalerweise während des Streams passiert und Host danach. Genau, so wie Mochi beschrieben hat. Und willkommen zurück, Mochi. Nein. Och, mach doch keinen auf diesen. Irgendwo liegt noch eine 5 und da ist sie. So. Dann haben wir das auf 100%. Es gab 2 Drachen und 400 Kristalle. Stimmt, du hast mich ja eh in der Auto-Host-Liste. Affen der Dämmerung. Affen gelesen. Nice. Ertrunken. Ich bin hinter der Mauer sicher. Was soll denn der Quatsch? Ich
Nein. Kosmos. Danke, dass du mich gerettet hast. Ja, mach besser die nicht 100 Meter weit wollen. Jetzt hast du auch Hunger, weil ich die ganze Zeit esse. Dann mach dir doch was. Jo, als ob, das geht nicht mal ins Platoon. Da so eine Kugel um die Ecke fliegt. Nimm dich von Nordkommandos in Acht, Spyro. Die sollten sich lieber vor mir in Acht nehmen. Die haben wir doch schon mal gehört. Nein. Gerade vorbei.
ist da ernsthaft eine Kurbel? Lol. Ich bin einfach gegen die Kurbel gerannt. Oder genau in die Hitbox rein von der. Ist es denn wahr? Musste ja irgendwann mal funktionieren. Oh Mann! Diese Kackteile. Das ist klar. Komm zurück. Das hast du vergessen. Jo, mach das. Och nö.
Junge. Sieht ja nicht keine Ratten mehr. Es gibt 400. Ist aber auch sehr risky. Und tot. Wir haben ja so viele Leben.
zwei Kisten immer so. Nach Hause. Noch zwei. Alles geht am Ende auf, okay. Die sind nacheinander aufgegangen, da konnte ich am Anfang rein. Und dann sind die Mäuler aufgegangen. Gerade gesehen. Nur gerade gemerkt, dass die offen sind und vollen zu. Power. Nutzen also mal die. Power. Treibheit.
Okay, die kann ich wohl nicht besiegen. Also aktuell noch nicht. Das mit dem Rennen ist aber auch so doof gemacht. Danke. Deswegen Stress. Machen also jetzt gerade mal nichts anderes als Schlüssel sammeln, um am Ende die Schlüssel zu haben, um den Typen da runterzuziehen. Bisschen Kacke mit rein. Traue ich mir da einfach nicht zu rein. Bitte.
500 gibt es hier. Oh. Das ist ein bisschen was. Es gibt zumindest keine Drachenstatuen mehr. Du wolltest Twitter wieder zumachen. Was hast du bei Twitter gemacht? Oder wurdest du schon wieder so... Müssen wir jetzt den jagen oder was? Schwer da nach Hause, jetzt wird er auch eine Art Boss. Nein! Oh, bitte nicht wieder von Anfang. Was den Pokédex voll, ja nice. Och nö. Wenn man das mittlerweile was Essbares gefunden und gegessen. Ja nice, was gab's denn? Ist da so ätzend? Also bin ich denn da runtergefallen? Knapp war's. Geht doch.
immer noch so mächtig, ne? Das muss man. Wollt einen doch. Was ist denn das für eine Mechanik? Das tut total zum Kotzen. Und allem hinterherlaufen muss. Dann noch Angst haben muss, man fällt hier runter, aber dann muss man alles wieder von neuem machen. Müssen aber leider bauen. Endlich. Goodness. Oh, was ist das denn für ein Scam? Bin ich wieder am Anfang, weil das Spiel einfach behindert ist. So ein zeitbasierter Schwachsinn einfach. Muss ich dem wieder nachlaufen, dann muss ich dem anderen wieder nachlaufen, dann muss ich dem Fetten wieder nachlaufen. Das ist einfach nur zum Kotzen. Wer denkt sich dann so eine bescheuerte Mechanik aus? Bin ich getroffen worden, weil ich kurz eine Sekunde stehen geblieben bin. Thank you.
ich keinen Bock zu drin. Ich fand es hier als Eierdiebe schon nervig, aber das ist doch jetzt schwierig, die Leute lieben. Wie kann man nur eine Mechanik so overusen? Ich meine es ja nicht so, dass ich jetzt irgendwie nicht mehr irgendwas hinterherrenne, sondern jetzt muss ich dem Deppen hinterherrennen. Ohne zu sterben, ne? Das gleich sogar zeitbasiert, wenn ich da zu lange brauche, komme ich nicht mal auf der anderen Seite an. Einfach nur bescheuert. Er lässt sich so eine Scheiße an Mechanik ein, wenn man ernsthaft. Ich fand's schon bescheuert, der Sprungfeder hinterherlaufen zu müssen, aber das ist doch der Gipfel. Feder bescheuert. Fähigkeit. So. Ich habe auch gar keine Zeit, überhaupt irgendwas zu machen. Weil der Quatsch hier ist zeitbasiert. Und ertrunken. Ach, wirklich. Das war keine Absicht. Reste von Schinken, Fleckerl und als Nachtricht Topfenknödel. Ihr warte, müsst ihr bei euch heißen Quarkknödel. Ah ja, genau. Fertig mit Schauen. Und richtig wildes Set, glaubst mit Abstand das hexlastigste in deinem Turnierrun. Kennst dich aus mit den Commands, ja genau. Es ist doch einfach nur Scam, oder? Seid doch mal ehrlich. Es kann doch nicht sein, dass dieses Level einfach nur aus stumpfen Hinterherlaufen besteht und dann auch noch zeitbasiert ist. Und wenn du einmal stirbst, bist du einfach wieder komplett am Anfang und musst wieder diesen Scam machen.
war einfach nur zum Kotzen. Wer lässt sich so eine behinderte Mechanik einfallen? Und dann eben immer und immer und immer und immer wieder. Ist ja nicht so, dass du irgendwie nochmal variiert oder so. Wäre zu einfach. Dass es nicht mal einen Checkpoint gibt, ist halt auch total bescheuert. Ich kann das blöde Level nicht mal skippen. Weil es die Möglichkeit einfach nicht gibt. Was? Wieso? So, hast du jetzt das von deiner Mutter? Was soll ich denn, du kriegst das von deiner Mutter? Quelle. Hm. Immer erst 4. Ich hab halt nichts, was so drop-people passt. Weil Motto ist ja Tropical. Aber keine Bermuda, Schwarz oder so. Scheißlevel. Behindert Drecksspiel. Das habe ich hier. Bring mir mal Glück. Glückskatze. Es gibt in diesem verfickten Level nicht ein einziger Checkpoint. Und es besteht nur aus stupides Hinterherrennen. Um Schlüssel zu kriegen und dann um diesen Behinderten da einzufangen. Es ist so ätzend.
Ja, danke für nichts. So hat er mich dann getroffen, ich stand da in der Tür. Dreckspiel. Warum? Das Scheiße. Was ist das bitte für ein Boss-Level? Zweiten Teil haben die Bosse mehr was von draußen. Im zweiten gibt es ja auch so eine Art Nook. So ein geldgeiler Typ. Wenn man Geld von dir will, also hier diese Diamanten. Ansonsten kann er dir leider nicht helfen. Wie hat er mich da getroffen? So, das war jetzt das erste. Also die Hoffnung ist, wäre das zweite. Thank you.
doch nicht wahr. Ich hasse diesen Boss. Leck mich, Spiel, ich hab keinen Bock mehr. Spielst du eine so absolute Willkür, also jetzt diese Passage mit dem Boss. Es ist so eine Willkür, es ist nicht mehr wahr. Krieg ich den Behindi auch nicht.
weiß nicht, wie das noch Spaß machen soll. So ein Schwachsinn hier. Nichts mit Gameplay zu tun. Das ist einfach nur dumm. Ich treff den nicht. Ich muss noch eine Runde hinter dem her. Du doofes Dreckspiel. Es ist doch echt nicht mehr lustig. Was soll so ein Schwachsinn? Warum programmiert man so eine Scheiße? Und nicht sowas Bosskampf. Ist machbar, aber es ist halt totaler Schwachsinn. Du darfst nicht einen Fehler machen. Ist vorbei. Die Plattform ja auch noch eingefahren wird, wie wir gesehen haben. Und GG. Jo, Öffis, was geht?
Wir spielen gerade Willkür 2.0. Mache einen Bosskampf so ätzend wie möglich, indem du die ganze Zeit Hinterherlaufpassagen einfügst. Weil erst musst du dem den Schlüssel klauen, dann musst du dem anderen den Schlüssel klauen, dann musst du Nesti hinterherrennen, dann musst du Nesti nochmal hinterherrennen und was danach kommt, weiß ich nicht, weil ich davor gestorben bin. Dann durfte ich wieder neu anfangen. Das leider noch kein Soroa. Er läuft schon weg. So, dritte Mal hinterher Rennspielen. Einmal runterfallen, leicht hoch. Darf man wieder von neu anfangen. Genau so. Und wieder von vorne, weil es so einen Spaß macht. Ui.
Zweiter Schlüssel. Und schon wieder runtergefallen. Ich hasse dieses Spiel einfach nur. Beziehungsweise dieses Level hasse ich das Spiel. Das Level ist halt einfach absolut ridiculous. Problem ist, wenn ich langsamer gehe, komme ich zwar da an, wo ich hin muss. Aber dann dreht er schon eine Ehrenrunde. Weiter geht's mit Marken. Du bist Toast, Nock. Lol. Ernsthaft, das war der gesamte Bosskampf. Es tut mir ehrlich leid. Ich hab euch irgendwie vergessen. Was ist mit Gnasty Gnork? Gnasty Gnork. Der ist Toast. Also heißt das, es herrscht wieder Ordnung im Drachenreich? Ja, größtenteils. Ich muss noch ein paar Schätze einsammeln. Was hast du jetzt vor? Ich denke, alles ist möglich. Lol.
Weirdester Bosskampf überhaupt. Hi, Reichsburg. Absolut weird gewesen. Was ist bitte für ein Bosskampf, wo man dem anderen hinterherrennen muss? Und zuerst brauchte man ja zwei Schlüssel. Ein bisschen verbrannt zu sein. Marshmallow entzünden. Ja. Hab's geschafft. Wir mussten den jagen. Also, als erstes musst du an den einen Schlüssel holen, dann musst du an den anderen Schlüssel holen von den Eierdieben. Dann musst du an Nesti hinterher rennen. Dann musst du ihn einmal treffen. Dann musst du an Nesti nochmal hinterher rennen. Beziehungsweise hinterher fliegen. Und dann hat er einen angegriffen und man hat den einmal mit Feuer bespuckt und dann ist er gestorben. Mach hier Schönes. Das war jetzt der erste Teil korrekt. Danke fürs im Bett kicken, Müdigkeit kickt. Im Bett liegen. Der zweite Teil ist dein Favorit, hast damals so viele Stunden reingeböllert. Ja, im zweiten Teil kommt ja der Geldsack hinzu und diese komischen Tierchen. Machst direkt noch das Bonus-Level oder gehört das nicht mehr in die 100%? Keine Ahnung, wenn ich das Bonus-Level direkt machen kann. Müdigkeit gestern hat der Arbeit gleich ins Bett gelegen, den ganzen Abend verpennt. Ja, das war Mochi. Die anderen Drachen angemalt.
Solange das Bonus-Level nicht so ist wie in Crash. Stormy Ascent, ne? Ah, ist schon fertig? Ja. Kommt nur noch Bonus-Level, so, Dirk. Wir haben jetzt den dämlichen Nestinorg besiegt. Das Level war auch irgendwie geistig, so, du rennst erst dem einen Eierdieb hinterher, klaust ihm den Schlüssel, rennst dem anderen Eierdieb hinterher, klaust ihm den Schlüssel. Dann rennst du Nesti hinterher und triffst ihn einmal, dann fliegst du Nesti hinterher und darfst nicht einmal sterben. Wenn dir das passiert, darfst du wieder von Null anfangen. Ja, die anderen Teile spielen wir auch noch gleich rum. Jetzt machst du Sport, Zodiac, alles klar. Alles klar, so. Dann viel Spaß. Denk mal, ich mach noch bis 5, dann bin ich auch weg. Heute würde ich dann mal zu Awesome Fail von 20 Rain machen 24er mit Binding of Isaac und kochen und keine Ahnung, was noch anfällt. Kann diese Credits übergehen, ne? Folgst du noch nicht? Nee, das kannst du nicht essen, Mochi. Ah, wir können die auch skippen. Mit X. So. Das Abenteuer geht weiter.
Ach ja, hier müssen wir noch die 100% voll machen. Nasty ist jetzt Geschichte. Und? Was ist da drin? Ich glaube, das ist Nastys Schatzkammer. Aber das Tor öffnet sich nur, wenn du alles im Drachenreich gefunden hast. Komm wieder, wenn du 100% erreicht hast. Nastys Schatzkammer. Dann müssen wir die wohl noch machen. Mit werden das Bonuslevel dran kommen. Und das Bonuslevel gibt es nur, wenn man 100% Wir haben doch 100% überall. 2000 bisher, genau. Wir müssen 15.000 fürs Bonuslevel haben. Aber wie komme ich denn hier weiter? Jemand einen Tipp, wie man da weiterkommt? Stimmt, man kann ja gleich
cringe und so. Hier ist die nächste Tür. Das ist die nächste Tür. Yo, Stevie-Line, wie geht's dir? Wir spielen noch Spyro. Deine Erinnerungen sind leider sehr eingerostet, Mochi. Yo, Supi. Mach nur das Level, ich glaube danach raid ich dann rüber. Je nachdem, wie lang das Level ist und drauf. Oh lol. So ein Film im Flugzeug.
Fehlt dann auch jede Menge. Kommst heute noch mal on oder nicht mehr? Doch, nachher irgendwann. Also kann halt auch sein, dass es erst heute Nacht ist, weil wir 19 Uhr zum Geburtstag eingeladen sind. Also Yuki und ich. Jo, danke. Dann habt einen schönen Tag. Danke, dass du reingeschaut hast.
Lore Nesten. Fanbriefen. Ja, stimmt, hier haben die sich über den lustig gemacht. Hier hatte der gechillt und Fernsehen geguckt. Dann wurde er sauer. Hat die alle in Stein verwandelt. Den Kristall eher. Spyro der Drache. Du hast Gnasty Gnork besiegt, die Dracheneier gesammelt, die Drachen gerettet und sämtliche Schätze im ganzen Drachenreich geborgen. Wie fühlst du dich? Einfach fantastisch, Bob. Und ich freue mich tierisch für die Drachenwelt. Ich will nicht bis ans Ende meiner Drachentage an Gnasty Gnork und seine schrägen Schergen geraten. Schergen? Ach, vergiss es. Wie heißt es so schön? Jeder gute Kampf braucht einen guten Gegner. Und ich finde, Gnasty war trotz seiner vielen Fehltritte ein würdiger Gegner. Oh oh, da geht's wieder los. Noch nicht haben muss. Die Fähigkeiten Sachen. Alle die rosa Tröte, die rote Tröte oder so. Das können wir noch machen. Wir machen das Bonuslevel und den Rest dann nachher. Da fehlen ja immer noch 1000 Steinchen. Kriegen wir bestimmt, wenn wir diese Fähigkeit-Dings da komplett haben.
drin, die rosa Tröpfe. Oh, wo ist denn die? Sieht man überhaupt nicht. Okay, ist perfekt, das ist nicht schwer. Dr. Shen perfekt, werde ich ein Problem haben. Jo, ich würde aber sagen, ich raid mal zu. Ich werde raide mal rüber, so. Zu Awesome Fay 420 und wünsche euch da viel Spaß. Könnt ihr Grüße da lassen? Jo, gerne doch. Wir sehen uns dann nachher irgendwann, ich weiß noch nicht wann. Werdet ihr sehen, wenn ich dann online bin. Habt ansonsten noch einen schönen Tag und danke, dass ihr da wart. Macht's gut. Ciao.
Lucy, danke für den Raid. 6 Leute, hallo zusammen. Schön, dass ihr da seid. Noch sind wir nicht, ich bin